Namhafter Besuch in der Kicker-Redaktion in Nürnberg. DFL-Chef Christian Seifert ist zu Gast. Als Geschäftsführer der Bundesligen ließ er erst kürzlich die Vereine über die Einführung von Torlinientechnologie abstimmen. Mit bekanntem Ergebnis vorerst. Ob dieses Thema nochmal aufkommt, wird man sehen. Einige Clubs haben den Ansatz der Kosten ins Spiel gebracht, das Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen zwischen Torlinientechnik und den wenigen Entscheidungen, die das betrifft. Sollte sich irgendwann ein anderes Preis-Leistungs-Verhältnis ergeben, könnte das wiederum ein Ansatz sein, diese Diskussion wieder zu führen, aber darüber zu spekulieren ist heute zu früh. Der Ligachef gibt sich gelassen, auch in der Frage, ob die erdrückende Dominanz der Bayern nicht schädlich fürs Geschäft sein könnte. Schließlich lebt die Marke Bundesliga vor allem von der Spannung. Klar ist, dass auf Dauer gesehen wir uns als DFL auch wünschen würden, dass die Meisterschaft vielleicht erst am letzten Spieltag entschieden wird. Aber momentan sind die Bayern nun mal das alles dominierende Team. Gleichwohl bleibt die Bundesliga sehr spannend. Die Zuschauer kommen in die Stadien. Die Zuschauer sitzen nach wie vor den Bildschirmen, denn es gibt nun mal noch viele, viele andere sehr interessante, teilweise auch dramatische sportliche Entscheidungen, wie eben in diesem Jahr den Abstiegskampf. Und deshalb ist mir Stand heute vor einer Dominanz der Bayern nicht bange. Probleme sieht Seifert kommen, wenn die umstrittene Nations League eingeführt wird. Allein schon deshalb, weil kaum jemand den Modus wirklich durchschaut hat. Ich selbst kann den Wettbewerb in seinen sportlichen, organisatorischen und deshalb auch kalendarischen Konsequenzen, wenn Sie so wollen, noch nicht überblicken. Möchte mir da erstmal einen Überblick verschaffen und hoffe, dass das kein Wettbewerb ist, der ausschließlich auf dem Rücken der Topspieler eines Landes ausgetragen wird. Denn die sollten in allererster Linie nach wie vor für den Ligabetrieb da sein, denn das ist der Nukleus des Fußballs in Europa. Hochkarätige Duelle gäbe es jedenfalls zu Genüge und damit auch Spannung im Wettbewerb.